Hallo, lieber Outdoor-Enthusiasten. Wir sind mal wieder unterwegs. Heute ist der 29. August 23. Heute beginnt die zweite Etappe des Ruhrtal-Radweges für uns. Wir sind hier auf der, habe ich was falsch gesagt? Nee. Wir sind hier auf der Kaiser-Wilhelm-Brücke in Öventrop. Von 1904. Die Brücke ist von Genau. 1904. Die ist echt schön, wenn man sie jetzt von da hinten sehen würde, aber wir stehen ja jetzt drauf. Genau. Ja, die Etappe gestern haben wir gut überlebt. Waren ja 61 Kilometer. Heute müsste es genauso viel sein. Heute fahren wir halt von Öventrop nach Fröndenberg und entern da wieder einen Zug. Genau. Die Anreise mit dem Zug heute Morgen war genauso beschissen, wie sie gestern war. Aber noch ein bisschen Noch ein bisschen abenteuerlicher. abenteuerlich, aber wir in den falschen Zug eingestiegen sind. Wir Genau. wollten eigentlich Richtung Hagen oder nicht nur Richtung Hagen, sondern nach Hagen Hauptbahnhof, sind dann aber auf dem Dortmunder Hauptbahnhof gelandet. War aber nicht schlimm, weil da startete der Zug auch, der wieder Genau. völlig überfüllt war Genau. mit viel zu viel Fahrrädern. Dafür gab es in Dortmund einen Außenfahrstuhl am Gleis angebaut, Ja, weil da eine weil Baustelle ist, innen ne? drin alles Baustelle ist. Ja, Das muss man auch da erstmal sind wir auch finden. rumgeirrt, aber Aber wir haben es wir haben es gefunden. gefunden und ein menschbetriebener, zusammengedengelter Fahrstuhl. Genau. Aber ihr kennt ja den ganzen Mist bei der Bahn, da braucht man ja nicht jeden Tag irgendwie jammern. Das gehört halt dazu. Ist immer wieder ein Wunder, dass man überhaupt irgendwo ankommt. Genau. Ja, dann würde ich sagen, begleitet uns auf einer weiteren Etappe auf dem Ruhrtal-Radweg. Und Richtig? Ja? drückt uns die Daumen, dass das Wetter hält, Ach weil so, ja. wir sind gerade bei Regen angekommen. Genau, ist alles im Nebel, Regen. Ja, könnt ihr mal sehen. Oberhalb der Ruhr befinden wir uns hier. Okidok, dann fahren wir jetzt mal los. Nach 8 Kilometern sind wir jetzt in der Stadt Arnsberg angekommen. Die hat wohl eine sehr schöne Altstadt, aber da hätten wir den Pfad verlassen müssen und uns die Altstadt angucken. Da machen wir vielleicht ein andermal, aber nicht heute. Ja, ich stehe auf so einer Ruhrbrücke. Bis jetzt war die Route sehr gut zu fahren, aber fast ausschließlich an einer Bundesstraße entlang. Aber fuhr sich wirklich easy, also 8 Kilometer gefühlt, als wären wir gerade erst gestartet. Ja, das war nur ein kleiner kurzer Zwischenbericht. Es geht jetzt weiter.
Kilometer 25 haben wir jetzt gerade erreicht. Unter mir seht ihr nicht die Ruhr oder hinter mir, sondern die Möhne, die fließt hierher und fließt da vorne, also in die Richtung, in die Ruhr rein. Ja, der Weg von Arnsberg, jetzt hier Neheim-Hüsten und so, die Stadtteile, war richtig super. Zwar teilweise auch kurze Schotterstrecken, aber ganz feiner Schotter ging und die Fahrradwege wirklich super ausgebaut und vor allen Dingen viel Landschaft, wirklich an der Ruhr entlang. Klar, mal durch das ein oder andere Industriegebiet, aber das lässt sich ja nicht vermeiden. Aber wirklich sehr schön und landschaftlich. Ja, also wirklich toll und abwechslungsreich, muss man ehrlich sagen. Also bis jetzt für mich das schönste Stück. Ja, fast. Also Olsberg war auch schön, der Anfang, aber zwischendurch war es halt ein bisschen schwierig. Jetzt kommen Fahrradfahrer, deswegen müssen wir ein bisschen Platz machen. Mehr wollte ich aber auch gar nicht sagen. Jetzt geht's weiter